Bleib daheim, das hört sich schon komisch an, wenn das ein Reiseblogger sagt. Hallo und herzlich willkommen heute von zu Hause. Ja, das hört sich schon komisch an, wenn ein Reiseblogger dir sagt, bleib bitte daheim. Aber in der aktuellen Situation ist das notwendig, denn je konsequenter wir sind, desto schneller können wir wieder reisen und uns wieder frei bewegen. Ich weiß nicht, wie es dir in den vergangenen Wochen so ergangen ist. Wahrscheinlich war es bei dir auch eine sehr turbulente Zeit, auch mit der Familie, mit Freunden, privat, beruflich, finanziell und auch wahrscheinlich ziemlich emotional. Bei mir hat Corona jedenfalls auch seine Spuren hinterlassen. Mit einem Schlag wurde der Terminkalender leergefegt und jetzt gibt es keine Aufträge mehr. Es gibt keine Kurse, es gibt keine Vorträge, es interessiert sich niemand für Reisen, es gibt keine Videoprojekte und damit gibt es auch keine Einnahmen. Na super, habe ich mir dann gedacht. Wie geht es hier jetzt eigentlich weiter? Zukunftspläne sind im Augenblick nicht wirklich möglich. Aber darüber nachzudenken hatte ich am Anfang überhaupt keine Zeit. Der Kopf war einfach viel zu voll und die Informationen haben sich alle überschlagen. Und da dachte ich dann, ich könnte anderen helfen beim Nachhausekommen. Einerseits im persönlichen und privaten Bereich. Andererseits wollte ich dann Reisenden helfen, auch über das Blog, mit Informationen über die Reiseeinschränkungen beim Bahnfahren. Einerseits in Europa, aber auch in Asien. Außerdem konnte ich in meinem Umfeld einmal schauen, ob jemand Hilfe braucht, zum Beispiel beim Einkaufen, Freunde oder Nachbarn. Und außerdem hat man ja auch den sorgenvollen Blick zu den Nachbarn in den Nachbarländern und den Entwicklungen dort. Gesund sein und gesund bleiben ist das Wichtigste wohl im Augenblick hier. Und da ist es wichtig, Abstand zu halten, damit wir uns einerseits selbst schützen, aber auch andere schützen. Und ich bin froh, dass bei uns im Augenblick keine vollständige Quarantäne herrscht. Das heißt, wir dürfen immer noch rausgehen, wir dürfen Spaziergänge machen und auch für den Sport die Wohnung verlassen. Und ich finde das schon sehr gut, denn in der Frühlingssonne tut das der Seele doch sehr, sehr gut. Wichtig ist allerdings, dass wir nicht dorthin gehen, wo sowieso auch alle anderen immer hingehen. Das heißt, jene Plätze, die an schönen Wochenenden zum Beispiel sowieso überlaufen sind, die sind jetzt eher tabu. Dort ist auch jetzt in Zeiten von Social Distancing viel los oder die Plätze sind, wie zum Beispiel der Geisberg hier in Salzburg, am Wochenende sowieso gesperrt. Aber es gibt auch bestimmt Gegenden, in denen du noch nie einen Spaziergang gemacht hast zum Beispiel. Oder viele sonst sehr belebte Plätze in der Stadt sind jetzt wie ausgestorben. Ich unternehme Radtouren zum Beispiel jetzt dort, wo mir eigentlich sonst viel zu viel Verkehr wäre. Jetzt ist kaum etwas auf den Straßen los und ich entdecke die Stadt und auch das Umland auf diese Weise für mich zum Teil völlig neu. Ja, und ich komme dabei auch kaum jemanden irgendwie zu nahe oder mit jemandem in Kontakt, was ja auch letzten Endes der Sinn von Social Distancing ist. Schön langsam spielt sich hier der neue Alltag in Corona-Zeiten wieder ein. Rund um mich herum sind alle gut versorgt und so bekomme ich jetzt auch schon langsam wieder einen Kopf, um mir Gedanken zu machen, wie es einerseits hier auf YouTube weitergeht, aber auch im Reiseblog. Schon vorneweg, es geht ein bisschen anders weiter als bisher. Ich hätte zwar noch ein paar Reisevideos für dich aus Südostasien, aber ich bin einfach der Meinung, dass im Augenblick Reisetipps für Länder, wo man sowieso nicht hinreisen kann, hier auf Social Media und YouTube nicht so wirklich passend sind. Wenn du natürlich konkrete Reisetipps für ein Land suchst, dann findest du diese Tipps weiterhin auf andersreisen.net. Hier auf YouTube und in den Social Media Kanälen habe ich gerade das Gefühl, dass einmal auch Zeit für Experimente und auch Zeit für etwas Neues ist. Zum Beispiel, ich plaudere sonst ja auch nicht hier auf YouTube einfach so aus dem Nähkästchen und erzähle aus meinem Leben. Das ist zum Beispiel schon einmal etwas Neues hier. Aber auch Mitte der Woche habe ich etwas Neues unternommen, nämlich zum ersten Mal eine Zoom-Session. Und diese Zoom-Session, das war
ein sehr spannender Moment für mich, denn es haben sich Interessierte an der Transsibirischen Eisenbahn und Reiseinteressierte dort getroffen und dann über die Transsibreise diskutiert. Man hat sich dann gegenseitig gesehen per Video und das fand ich sehr schön, denn eigentlich kenne ich diese Menschen immer nur in schriftlicher Form und von den Kommentaren auf der Andersreisender Fanpage und auch in der Transsibirischen Eisenbahn Reisegruppe auf Facebook. Aber es gibt dann auch noch ein anderes Projekt, an dem ich gerade ein bisschen bastle. Zugegeben, es ist ein Experiment auch für mich. Es ist nämlich eine Reise mit der Transsibirischen Eisenbahn ohne jeglichen Kommentar. Das heißt, ich habe viele verschiedene Szenen von der Transsibirischen Eisenbahn eigentlich bei mir im Computer, die ich aber noch nie gezeigt habe. Eigentlich mag ich Videos, die schön geschnitten sind, wo es einen Ton und eine Musik im Hintergrund gibt und natürlich auch einen Kommentar. Aber in dem Fall habe ich den Eindruck, dass gerade das Spannende ist, dass das ganze Material sehr reduziert ist, dass es keine Musik im Hintergrund gibt, dass man den Originalton hört. Du kannst den Schienenstoß hören, du kannst die Menschen im Zug hören, du kannst teilweise für eine Minute aus dem Fenster schauen und einfach dich inspirieren lassen und so auch ein bisschen Transip-Feeling nach Hause holen. Keine Ahnung, ob das wenn anderen auch interessiert, aber ich dachte, ich probiere es jetzt einfach einmal, denn ich finde es schön, dieses Material auch herzuzeigen und einmal auch ein bisschen zu experimentieren. Aber du kannst dir auch andere Reiseerlebnisse nach Hause holen. Auch wenn einige der Meinung sind, dass ich das ganze Jahr über unterwegs bin. Nein, ganz so ist es nicht. Ich bin auch einige Monate im Jahr hier in Österreich, in Salzburg. Mir gefällt das auch sehr gut, aber wenn ich Fernweh bekomme, dann brauche ich nur einmal ein paar Bilder durchschauen oder zum Beispiel auch Videos, bevor ich sie dann schneide und dann bin ich sofort mit den Gedanken wieder in den verschiedenen Reiseländern. Bestimmt hast du auch Videos oder Bilder, die du einmal durchblättern kannst und dann in den Reiseerinnerungen schwelgen kannst. Eine andere Möglichkeit, dass man ferne Länder zu sich nach Hause bringt, ist zum Beispiel das Kochen. Ich koche total gern asiatisch, aber auch gerne österreichische Küche, mediterrane Küche, eigentlich quer durch. Und da kann man natürlich auch einiges an Fernweh abbauen. Vielleicht sollte ich für dich einmal ein Video produzieren aus der Küche. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, habe ich noch nie gemacht. Aber du kannst dir gerne einmal in den Kommentaren schreiben, welche Gerichte, das du vielleicht gerne sehen möchtest. Eher etwas aus Europa oder vielleicht aus Asien. Ja, und ich merke außerdem, dass in meinem Umfeld in den letzten Tagen die Menschen sehr, sehr kreativ und auch sehr experimentierfreudig werden. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Menschen in den letzten Tagen Atemschutzmasken selbst geschneidert haben. Die sozialen Kanäle sind ja voll davon, auch in meiner Familie wird fleißig geschneidert und ich trage allerdings im Augenblick beim Einkaufen noch eine Atemschutzmaske aus Papier, wie zum Beispiel hier auf dem Bild aus Vietnam. Es gibt also auch zu Hause einiges zu erleben und zu tun und wir können uns auch ein Stück von der Welt nach Hause holen. Berichte von Reisen und Abenteuern ist ein Teil meines Jobs, zum Beispiel in Multivision-Shows oder hier auf YouTube, im Reiseblog, aber auch in Vorträgen und in Reportagen. Und oft werde ich gefragt, ja, kann man denn davon eigentlich leben? Ja, man kann davon leben, wenn man fleißig ist, aber im Augenblick ist es nicht der Fall. Im Augenblick kann man nicht davon leben. Bei mir sind die Einnahmen weggebrochen, genauso wie bei vielen anderen kleinen Unternehmen und Kleinstunternehmen und auch Ein-Personen-Unternehmen. Und darum bin ich sehr dankbar, dass es eine schnelle, unkomplizierte Unterstützung der österreichischen Regierung und auch von Institutionen gibt. Ich bin eigentlich ein sehr selbstbestimmter Mensch und habe natürlich auch einen Notgroschen, dass ich über Zeiten, wo es ein bisschen knapp wird, drüber komme. Aber im Augenblick sind Zukunftsplanungen absolut nicht möglich und ich hoffe, dass die Reserven länger halten, als die Krise hier dauert. Durch diese Unterstützung ist es jedenfalls möglich, dass ich weiterhin hier Videos produzieren kann und weiterhin auch im Reiseblog schreiben kann. Und so kann ich dir Inspirationen ins Haus liefern, schöne Momente und auch
manche Experimente in dieser eher turbulenten Zeit. Ich freue mich jedenfalls, dass du weiterhin mit dabei bist. Und auch wenn unser Aktionsradius hier jetzt ziemlich eingeschränkt ist, heißt das noch lange nicht, dass wir nicht träumen dürfen von Zugreisen, von Abenteuern und vom Unterwegssein. Tschüss, Servus und Baba. Bis zum nächsten Mal.